Wer möchte anmoderieren? Ich hab's Gefühl, wir sind alle heute auf oder jeder sagt ein Wort bei der Anmoderation. Das wird niemals funktionieren. Also wir machen plötzlich so ein Crowdwork-Spiel mit uns selber. Das ist so, oder so eine Impro-Übung. Genau. Nee, aber Jonas, wir können das doch probieren. Das ist doch eine gute Idee eigentlich. Oder? Gut, komm. Okay. Wer macht das erste Wort? Fängst du an? Das muss eine Überraschung sein. Ich glaube, dann funktioniert es am besten. Okay. Aber wir müssen sagen, also die Reihenfolge ist quasi so, ne? Das heißt, ich bin nach Jonas dann nicht da, weil dann funktioniert es einfach nicht. Okay. Okay. Ich fange an, okay. Hi! Herzlich willkommen bei mein schönstes Pony? Warum sag ich Pony? So, So, herzlich willkommen zu Verfolgung mit Punchlines. Jonas Imam ist da, Falk ist da, ich bin da. Mit ich meine ich Ivan Thieme. Wenn ihr euch dieser Podcast gefällt, bitte liked uns, abonniert uns auf YouTube, macht die Glocke an und VMD Staffel 4 beginnt. Das ist das Wichtigste vorerst. Auf diesem YouTube-Kanal seht ihr es einfach. Also ist meiner Meinung nach ist es die beste Staffel bis jetzt. Wenn ihr VMD-Fans seid, ganz viel Spaß. Wenn ihr es noch nicht seid, hört da mal rein. Oder fangt an. Also es ist nicht so spät anzufangen, finde ich. Nee, also es ist manche Leute, genau. Das ist außer vielleicht Motocross. Motocross. Ja, Motocross ein bisschen auserzählt, ne? So ja. Die große Zeit der Dirtbikes ist durch. Nee, aber auch ich glaube, das ist einfach. Das Thema jetzt ehrlich tackeln, aber. Ja. So ein schlechtes Hobby für so einen 98-Jährigen, der nochmal neu anfängt. Oh, stimmt. Oh, ja. Weil du brichst dir super schnell die Hüfte. Ey, so ein Hüftbruch. Ja. Das kann so. Das lieben die ja, ne? Ja. An einem gewissen Alter. Ja. Also da wird ja eine Hüfte gebrochen, so schön kannst du gar nicht gucken. Nee, du hast recht, die lieben das. Und dann ist man auch ja. Eine Hüfte ist, bei einem Hüftbruch. Ja, genau. Also was ich auch gehört habe, Hüfte ist, wenn du das wirklich im Alter, wenn das passiert, die stürzen ja auch so ganz komisch. Oh Gott, ich habe gerade so ein Flashback von diesem Opa, der mit dem Einkaufswagen eine Rolltreppe runtergegangen ist, aber es war keine Rolltreppe, die quasi so war und es ging drei Etagen nach unten und er hatte Glück, also Glück im Unglück. Also der ist einfach so nach vorne und dann hat er sich so überdreht. Und dann. Was war Ups, der Punch oder hast du es einfach live erlebt? Nee, ich hab's live erlebt. Wirklich? Im Kaufland, oder? Nee. Aber, schade, das klingt nach einem Kaufland-Moment. Genau. Aber das fällt ja so auf die Sommerreifen. Das war wirklich krass, weil der wusste nicht, wo oben. Er wusste wirklich nicht, wo oben und unten ist. Vor oder nach dem Sturz. Beides. Also, ich weiß nicht, was er sich gedacht hat, aber auf jeden Fall. Ich glaube, der wird nicht mehr viel gedacht. Ich glaube, es sind viele so Automatismen, genau. Autopiloten. Genau. Nee, und ich habe gerade einfach, so kennt man halt, wenn man über gebrochene Hüfte, ich weiß auf jeden Fall, dass er sich irgendwas gebrochen hat. Ja. Das war wirklich. Ja, 100%. Ja. Aber ich denke, du hast doch so viel Lebenserfahrung, du müsstest doch wissen. So. Man baut ja ab. Das ist ja wie man könnte ja nach der Logik sagen, wenn du 80 bist, müsstest du ja ein fantastischer Autofahrer sein. Ja. Weil du hattest ja prinzipiell oft 60 Jahre Zeit, Auto zu fahren. Ja. Aber du hast körperlich so abgebaut, du bist wahrscheinlich. Plus, die haben ja auch so viereckige Autos gefahren damals. Die sind diese Aerodynamik noch nicht gewohnt. Ja. Nee, ich hoffe, dass ich ein Opa werde, der so da ist und fit ist und irgendwie. Ich hoffe, ich bin so ein fitter, angenehmer, lieber Opa. Ja. So. Oder früh tot. Nein, ich finde wirklich, das klingt so hart, aber ich finde das wirklich. Also ich weiß, manchmal bin ich mit dem Take Weekly alleine, aber ich wäre lieber, wenn ich es mir aussuchen müsste, 57, aber so teilte gute 57, tolle Zeit so gehabt. So ein Set, was perfekt endet. So, anstatt dann so 92, aber die letzten 17 sind so richtig holprig qualvoll. Ja. Das sieht ja auch nicht nach Fun aus. Stimmt. Auch gutes Rentenprogramm für Frühtod. Ist ein gutes Rentenprogramm. Ja, ich weiß, ich habe jetzt so ein bisschen so einen kleinen FDP-Take hier so mit reingebracht. Nee, ist einfach, also entlastet den Staat. Und du machst jetzt den FDP-Take. Nein, gar nicht. Ja. Das stimmt ja einfach nur. Ja, es entlastet das stimmt, den Staat. Leider wirklich sehr. Ja. Und dann muss man auch nicht. Ich glaube, ich könnte so ein richtig guter Opi sein. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, so in einem Café zu sitzen, Leute zu grüßen, einfach so. Ich bin dann so. Du glaubst, das macht einen guten Großvater aus. Aber ich glaube nicht, auch, dass er nett zu seiner Familie ist. Aber ich will so ein bisschen gut gekleidet sein, so mit so einem Stock, so, weißt du, immer noch so ein bisschen auf so Sachen achten. Aber weil ich finde, ich war in Italien und ich finde da die Opas so gut gekleidet. Es kann doch nicht sein, dass aber die. Aber du bist jetzt 30 oder so. Wenn du ein Opa bist, sind wir. Also, da ist wirklich. Das ist Cyberpunk dann.
Die Leute werden dich nicht mal sehen, wenn du auf der Straße sitzt, weil sie alle diese ganzen krassen Augmented Realities haben. Ich möchte in der Virtualität, die ich mir aussuche, ein cooler Opa sein. Ich möchte das. Warum willst du da nicht jung sein? Das stimmt. Selbst. Also, du kannst ja der Hahn sein. Du kannst auch ein Drachen sein mit einem 2 Meter langen Schwanz. Du kannst alles sein. Du kannst literally alles sein. Ich glaube, wir werden es noch nicht bekommen. Ich glaube, wir sind so eine Generation, wie. Ich glaube, in den 2100er bestimmt, da gibt es bestimmt, aber ich glaube, wir sind so noch so irgendwo dazwischen gefangen. Glaubt ihr nicht, es wird eh so ein weirder Wettkampf von, kriegen wir das überhaupt, weil die Erde zu dem Zeitpunkt eigentlich schon auserzählt ist? Könnte das so ein Wettbewerb werden? Aber das ist es ja da in dieser Dystopie auch immer. Das ist ja alles Wüste, außer diese Städte und so. Ja. Ah, okay, du meinst, wir können dann trotzdem immer noch so. Ja, ist eine Dystopie, aber wir haben trotzdem tolle Brillen. Ja. Ach, schön. Ja. Wir haben einfach auch richtig geile Augmented Reality, deswegen wird alles gut sein. Also ich sag's mal so, ihr wisst ja, ich bin eh kein großer Fan der Natur. Ja. Und also... Du bist also ja wütend auf Wind. So, Wind zum Beispiel großer persönlicher. Ja. Und Berge, also Ziegen. Ich bin, ey, hör mir auf. Wind, Berge und Ziegen ist ja eigentlich dein... Das ja, tolle Schlageralbum. Ist der Gegenpart von Earth and Fire, was auf Deutschland Wind, Berge und Ziegen. Wind, Berge und Ziegen. So, also wir sind uns... Also ich finde, als Gesellschaft können wir ja sagen, gut, Wind, Berge und Ziegen findet ja keiner wirklich geil. So. Ja. Also wenn die Natur... jetzt gegen uns verliert, ist es dann nicht auch Evolution? Ich glaube, die Rope dopt uns. Ich glaube nicht, dass sie verliert. Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Die hängt sich in die Seile und lässt uns auspunschen. Und wenn wir dann erledigt sind, dann kommen die ersten Sandwürmer das oder sowas. So und wir sind so, fuck. Das ist so ein schönes Bild, dass die Natur einfach in den Seilen defensiv ist und denkt, der stirbt. Vollkommen recht. Das ist ein sehr gutes Bild. Das ist eine Frage der Zeit. Das ist nur noch umschubsen am Ende. Das ist alles, was notwendig ist. Also wir haben ja heute einen pickepacke vollen Themenkatalog. Absolut. Und ich würde gern, Ivan hat ein sehr dolles Thema dabei. Ja. Und deswegen würde ich gern mit einem sehr einfachen Thema einsteigen, dass wir hier nett reinkommen. Ja. Also passt auf. Ich habe mir eine App geholt, die heißt Finanzguru. Und deswegen, ich habe meine Finanzen gerade sehr gut im Blick und deswegen habe ich so eine große Abo-Kündigungswelle zum Beispiel gehabt. Geil. Ganz viel abgeschafft. Die große Falk Fürtsche Kündigungswelle? Das ist eine große Kündigungswelle. Überall in Deutschland zittern jetzt internationale Konzerne. Weil die 7,99 Euro. Die warnen sich alle. Er schickt gerade Kündigungen rum. Ey, aber es ist wahrscheinlich, die machen wahrscheinlich am meisten Geld bei Leuten, die vergessen haben, das zu kündigen. Natürlich. Ich glaube, Service ist wirklich... Ich würde absolut. Ey, wisst ihr, wie lange ich das PlayStation Plus... Premium-Abo habt, das ist 16 Euro. Ich hab's einfach für so 8 Monate. Meine PlayStation liegt inzwischen im Keller. Ihr könnt uns übrigens auf Patreon abonnieren. So. Ja, genau. Ja, ey, für so eine, und deswegen habe ich alles gemacht. Ist alles weg jetzt. Kündigt euer PlayStation-Abo und abonniert uns. Ja. Ja, ey, wirklich, ohne. Also, genau, guck mal, welches Abo, genau, wirklich. Das ist wirklich. Dafür ist Finanzguru ganz geil. Ja. Die sind dann natürlich auch wieder so eine dreckige App, die sagt, aber wir haben ja auch ein Abo. Ja. So wie es halt immer ist. So, passt auf. Und ich wollte ein Abo kündigen, weil ich möchte auch jetzt erstmal ganz kurz, möchte ich ehrlich sagen, da will ich mir fast ein bisschen Lob einholen. Mhm. Ich habe richtig lange kein Uber mehr genommen. Nice. Ich achte jetzt auf mein Geld, ich nehme keine Uber und keine Bolts. Mhm. Aber ich war ja lange Zeit sehr guter Uber-Kunde und hatte deswegen Uber One. Uber One? Was ist Uber One? Ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Ja, natürlich. Kein Mensch, der bei Verstand ist, weiß, dass es das gibt. Uber One sorgt dafür, dass du für 5 Euro im Monat 5% weniger Fahrtkosten hast. Das lohnt sich wirklich nur für Leute, die apeshit crazy viel Uber fahren, was ich ja mache. 5%? Ja. Das klingt jetzt nicht viel, aber ich weiß... Das läppert sich richtig hoch. Ich kann mir vorstellen, man kann so 20 Euro rausholen dann oder so, ne? 42, ja, so, klar. Also ich bin richtig viel Uber gefahren. Okay. Aber was eigentlich wirklich funny ist, so, ich habe dann irgendwann gesagt, Falk, du brauchst es ja nicht mehr. So, und dann gehst du auf die App und ich will das kündigen. Erstmal möchte ich sagen, an sich, es ist sehr einfach hier zu kündigen. Ja. Ich möchte gleich noch über eine andere App reden. Da steht Vertrag hier kündigen. Also super einfach, super offen, so alles funktioniert. Dann geht man auf Vertrag hier kündigen. Und dann, meine Damen und Herren, passiert das. Nein! Ah, die versuchen dir einen epileptischen Anfall zu geben. Das ist verrückt! Also ich kann es nicht gut erklären, ich zeig's. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, wenn ich es einmal reinsetze. Nee, das kann die Kamera nicht. Ich krieg Kopfschmerzen. Also wir haben der Bildschirm zittert einfach, da aber steht Schrift und Bild. Zittert gerade. Das ist so gut, der Gag! Mein Gott, ich überleg seit 6 Tagen, was mein Gag dazu ist. Und du hast ihn. Aber das ist ja, weißt du, was fantastisch ist? Du kannst deinen Namen nicht eingeben. Ah ja. Ja, das zittert nicht. So die schnell. Die wollen, dass du im Browser, erstmal die pokern darauf, dass du so frust bist, kümmere ich mich später und dann vergeht wieder ein Monat. Ja.
Aber ich glaube, das muss man im Browser wahrscheinlich aber machen. Aber ist das nicht insane? Das ist insane. Ist das nicht? Also ich habe noch nie gesehen, dass man auf diese Art davon abgehalten wird, zu kündigen. Das könnte einfach gerade ein aktueller App-Fehler sein. Könnte auch sein, aber der ist seit einer Woche. Ja. Deswegen, ich habe ja vorhin extra geguckt, ob das noch da ist. Kündigen so wenig Leute da, dass die das gar nicht mitbekommen haben. Das ist auch so eine Sache, die so... wie aber was, ist das nicht, was sollen die Leute schreiben? Ja, mein Bildschirm wackelt. So, du fühlst dich auch dumm, das zu schreiben einfach. Also ich muss sagen, ich war zuerst, habe ich das aufgemacht und meine erste Reaktion war, ich habe laut gelacht. Ja. Weil ich so dachte, das ist ja fantastisch. Ich habe so dreimal auf jetzt kündigen gedrückt, es passiert gar nichts. Meint ihr, dieses Erdbeben in Bremen, was gemeldet wurde, war einfach nur, dass zu viele Leute in Bremen diesen Bildschirm hatten? Ja, ich denke schon. Und dachten, das ist ein Erdbeben? Das ist eigentlich eine absolute, es ist eigentlich so juristisch. Oder? Eigentlich, da müsste man eigentlich sagen können, Freunde, das ist gar nicht okay, dass ich es einfach nicht kündigen kann gerade. Ja. Und wo wir bei nicht kündigen gerade sind. Aber deine App ist auf dem neuesten Stand. Absolut. Okay. Da kommt der Tech-Support raus, ne? Du bist dann so. He's working me. Ich verteidige das Unternehmen sofort. Ja. Übrigens, schlechteste App, um da zu kündigen, möchte ich einmal wirklich ehrliche, ganz, ganz schlimme Kritik da machen: RTL Plus. Ah, okay. RTL Plus ist ein richtiger Pain. Die haben das nicht mal auf ihrer Seite. Ja. Du musst auf ihrer Seite, bist du auf eine andere Seite verwiesen, dann musst du da den iTunes Store runterladen, den mit der gleichen E-Mail-Adresse verbinden, mit der du bei RTL Plus verbunden bist und dann über den Apple iTunes Dings das kündigen. Das ist eine wirklich absolute Frechheit. Ja. Ich bin großer Fan ihres Streaming-Dienstes, Herr RTL, aber das ist eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit. Möchte ich einmal ganz kurz machen. Ich glaub, das muss einmal, Service Falk muss können wir mittlerweile, RTL war sein Vater, du kannst ihn Paul nennen. Könnten wir mittlerweile über Exo Kontakte haben, die so die RTL-Chefs kennen und dann das Feedback so persönlich? So. Ich glaube, wir könnten Leute kennen, die sehr hohe Leute kennen, die sowas machen. Genau. Doch, glaube ich, exakt schon. Über diese 7-Connection-Sache? Ja. Denke schon, dass wir das, also... Ja. Ja, doch, aber gut, dass du mich daran erinnerst. Das ist ein guter Reminder. Ich muss auch zwei Sachen kündigen, tatsächlich. Ja. Genau. Also ich glaube, ich habe insgesamt dafür jetzt 70 oder 80 Euro im Monat, wird es jetzt weniger. Ja. Ich glaube, ich werde so ein System übernehmen, damit mir niemand die Freundschaft kündigen kann. Ich werde auch so einen wackeligen Bildschirm generieren. Du zitterst einfach. Ich glaube, wir haben hier nicht mehr. Ich kann ihn nicht hören. Ich würde die Leute so oft erwischen. Wisst ihr, was der richtige Teufel ist bei solchen Abo-Modellen? Wenn es ein jährliches Abo ist. Ja. Weil du spürst diesen, du kriegst nicht den Reminder monatlich, sondern du kriegst den Reminder einmal doll im Jahr. Das sind 70 Euro, die abgezogen werden. Du bist dann so, was? 70 Euro? Und auch da müssen wir einmal ganz kurz wieder, möchte ich auch wieder ein Negativbeispiel, dass ihr heute auch mal große internationale Firmen geschämt werden. Mhm. Alter, fucking Adobe, warum habt ihr Wichser nur Jahresmodelle? Ja. Nur. Es gibt weder ein, ich kann alles kaufen und ich besitze das Modell, noch gibt es ein Monatsmodell. Ich muss es im Jahr abschließen. Ja. Das macht mich also nur deswegen gehe ich jetzt weg von Adobe und gehe zu einem von mir schlechteren Konkurrenten. Ja. Aber das ist ja so ein Wichsmodell, Alter. Ich habe tatsächlich genau auch, das ist auch mein Problem. Ich fand es früher toll, dass die so Vollversionen hatten. Die gab es dann irgendwann nicht mehr. Das fand ich irgendwie, da hast du es einmal gekauft, dann hattest du das besetzt. Und das ist halt super teuer, aber da hast du es halt wenigstens. Genau. Und jetzt auf eine Steuer absetzen. Genau, ich werde jetzt, denke ich, mir DaVinci Resolve aneignen, weil ich von anderen Leuten gehört habe, das ist eigentlich genauso, ist einfach nur woanders. So. Du schneidest mit Adobe, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich, weil du schon immer, man ist ja auch eine Gewohnheitssache, man hat schon immer das mit Adobe gemacht. Das ist auch ein gutes Programm, aber ich finde es so. Ja, ich benutze ja nicht nur das, ich benutze auch Photoshop, ich benutze auch Audition, ich benutze auch. Da funktioniert irgendwie alles zusammen, ne? Das ist so, alles ist aufeinander. Ach, das ist schon so separat, aber ich habe jetzt zum Beispiel das Animationsprogramm von dem zum ersten Mal ein bisschen angeguckt und so weiter. Also dieses Ding ist halt, du kriegst halt sehr viel mehr Programme. Ja. Also wenn du jetzt. Du musst halt benutzen. Genau, aber klar, wenn du nur eine einzige Sache davon haben willst, dann gibt es vielleicht auch eine Sache von einer anderen Firma, wo du eine Vollversion kaufen kannst. Ja, ich finde einfach, Jahresabo ist so eine, also ich wollte übrigens mal ganz kurz, war das nicht mal verboten? Ich dächte mal gehört zu haben. Das ist ein bisschen wie so Bubble Tea, das war mal kurz krebserregend, Leute haben es vergessen und jetzt ist es einfach. Da gab es nicht mal ein EU-Urteil, ich glaube, das war sogar wegen McFit, weil McFit so die ekelhafteste Kündigungsklausel aller Zeiten hatte. Ja. Und ich hätte gedacht, das ging mal vor irgendeinem Gerichtshof, der gesagt hat, nee, man muss immer kündigen dürfen. Hm. Dachte ich. Ich dachte ehrlich gesagt, dass man bei Adobe durchaus noch Monatsabos hatte, aber ich hab so lange nicht mehr. Ja. Ich habe Adobe gekündigt, auch weil es bei mir gesponnen hat. Muss jetzt aber dann doch wieder einige schneiden. Habe gedacht, ja, gucken wir mal rein. Mhm. Kostet 30 Euro im Monat als Jahresabo. Und da war ich wirklich so kurz einmal knauserig. Ich habe mir gedacht, ey, fickt euch, Alter. Ja. Also ich brauch's halt auch nicht die sowieso. Die gesamte Creative Suite? Nein. Ja. Nur den absoluten Basic-Scheiß. Premiere Rush und Audition. Ja. Das alles ist, glaube ich, sogar 90 im Monat oder so. Nee, 50 oder so.
50 oder 60. Ja, vielleicht, wenn du eine alte Studentenkarte noch hast, aber ansonsten. Nee, ich hab ja das. Ich hab ja? Das ja. Boah, das ich habe auch, hab auch noch diesen Studentenrabatt. Ja. So fixen die einen an, du machst deine Ausbildung mit Adobe im Studium und dann kommst du ins Erwachsensein. Ja, das Studentending war noch viel günstiger. Ja, Studenten war ja, wirklich das, viel. Das war gut. Das war alles für einen Schnapper. Da krieg ich wirklich für 20 Euro alles. Ja. Einfach. So, das ist gut. Aber wie gesagt, ich benutze halt nicht diese. Ich finde es spannend, diese Programme zu sehen. Einfach ja, zu ich auch. Und dann will ich sie nie anfassen. Auch immer so diese. Ich hatte ja kurz Zeit ein Tablet, dachte ich, animiere kurz Sachen oder so. Aber das ist wirklich nochmal neuer Job, neue Kunstform, ja, die man lernt. Also ich müsste jetzt 400 Stunden Arbeit investieren, um so Mittel zu können. Genau. Ja, also ich meine, es ist halt Learning by Doing, ne? Also das ist der einzige Weg und deswegen ist es, ich finde, wenn man eh was macht, dann lernt man das ja auch, während man es tut. Ich fand's geil, du hast in der zweiten Staffel vom Deso Shatter-Effekte reingebaut. Ja. Das war geil. Ich gucke jetzt auch nochmal, ob ich nochmal was einsetzen kann. Ja. Aber mal gucken. Also ich sag mal so, für die ganze AI-Scheiße, ich habe dir, also wir haben ja letztens auch so, hab ich dir so ein Video geschickt von so verschiedenen AI-Tools, die so Bilder machen und die dann animieren können. Das finde ich maximal beeindruckend. Ja. Das ist aber auch, also wenn du es dann wirklich mal ausprobierst, ich habe es bei Canva und so weiter jetzt mal ein bisschen ausprobiert, da ist auch viel Augenwischerei dabei, ne? Ja. Also, ja. Das ist schon ganz schön viel, da wird ganz schön viel beschissen. Ah ja. Okay. Und die Sachen, die dann so in Videos präsentiert werden, ist natürlich alles aufgearbeitet dafür, dass es geil aussieht. Wenn du es dann wirklich im Leben machst, geht es ganz schnell so, okay. Hast das du das mal probiert, was ich dir gezeigt habe, oder hast du gleich gesagt, das machen wir eh nicht? Ich weiß gerade nicht, ich habe verschiedene Sachen schon probiert. Ich weiß nicht, ob das da auch dabei war. Okay. Muss mal gucken. Eine Sache würde mich bei dir interessieren, Jonas. Mhm. Du bist ja ein Comic-Fan, ne? Du hast ja auch so ein bisschen gezeichnet und so. Ich habe versucht wir haben ja auch, übrigens nochmal danke an Laura, die uns die fantastischen Drachen für Verprügelt mit Drachen. Sehr geil. Die sehen unglaublich. Das ist so Talent, für was ich nicht greifen kann. Ja, ich leider auch nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe, man kann so ein bisschen wie Skulpturen. So, wie hast du das so draus gemacht? Das ist nicht so weit, Und ich habe versucht, Dings zu zeichnen mit einem Tablet. Mhm. Und ich zeichne aber viel lieber auf Papier. Ja. Und wie ist es, also was ist es bei dir? Also? Ja, ich kann auch nicht auf Tablets zeichnen. Ich habe es aber auch nie wirklich geübt. Ja. Kannst du gut zeichnen? Gut ist, glaube ich, wirklich zu viel. Ja. Also ich habe halt früher gerne Comics gezeichnet, aber das war in meiner Kindheit so ein paar Jahre. Interessant. Ja. Und jetzt müsste ich erstmal wieder richtig üben. Ich habe jetzt neue Buntstifte gekauft und einen kleinen Block und jetzt doodle ich wieder. Du, ich muss sagen, das ist richtig schön irgendwie. Das ist richtig entspannt. Du weißt, es gibt mit deiner besten Freundin mit so einem Telefon mit Wählscheibe. Ja. Weil genau so stelle ich es mir vor. Ja, Steve ist schon süß, oder? Ja. Nee, was gibt jetzt? Ich habe ja neulich mal recherchiert, weil unser Freund Fabian Rommel läuft ja immer mit diesem Remarkable-Ding rum. Ey, Fabi, ne, wie der Joke A zu B und dann hier nochmal. Das ist die schwäbische Präzision, wirklich. Der baut einen Porsche dir. Deswegen habe ich halt geguckt, ob ich auch so was Ähnliches, vielleicht Günstigeres finden kann. Die sind leider so teuer, die Remarkable. Die sind sehr teuer, ja. Die sind so 500, 400, 500, 600. Das ist richtig doll teilweise. Also ich glaube, die alten sind bei 600, die neuen sind bei 800 irgendwas. Aber ich habe dann entdeckt, es gibt so Tablets zum Beispiel, da kannst du einfach ein Blatt Papier drauflegen und du kannst auf dem Blatt Papier malen, aber das Tablet übernimmt es dann praktisch. Okay. Und das finde ich auch ganz interessant, weil dann hast du dieselbe Haptik, du kannst einfach mit einem Bleistift auf Papier malen und so, aber das Tablet übernimmt es halt eins zu eins und das finde ich ganz gut. Ich finde, wenn ich dieses Gerät vor mir habe, deswegen habe ich mich auch von meinem iPad getrennt, ich habe Schluss gemacht mit meinem iPad, ist, weil es einen komischen Druck kreiert. Ich habe so diese krasse Technologie vor mir, die so alles kann und ich habe das Gefühl so, ich muss außer das Potenzial lieben. Außer lieben. Ja. Deswegen habe ich mich auch getrennt. Und ich kann das Potenzial nicht ausschöpfen. Das kriegt eine komische Erwartungshaltung an so einen selber. Lustig, deswegen, das heißt. So einen Block kann ich nicht enttäuschen. So ein Block kann, also. So lustig, dass wir drüber reden. Ich habe letztens, es ist so mein Kopf, ich habe so, war auf YouTube und ich habe so auf der rechten Vorschlagseite war ein Video, wie weit kommt ein Typ bei Clash of Clans von Tag 1 bis Tag 100 und 30 Minuten später bin ich auf Mediamarkt und will mir ein Tablet kaufen, um wieder Clash of Clans zu spielen. Das ist meine Impulskontrolle. Ja. Und dann habe ich aber zum Glück keins gekauft, weil ein Tablet, ich habe das Gefühl, Tablet wäre so ein klassisches Produkt, was ich nicht benutze. Ja, genau. Also, und ich finde es gut, dass du den Impuls widerstanden hast, weil du hättest ja einfach machen können. Ich hätte einmal machen können. Und ich finde, in diesem Moment zum Reisen ist es halt ganz gut, ne? Also wir sind ja oft weg und dann so, um dann Netflix oder sowas zu gucken. Aber ich nehme ja immer meinen albern großen Gaming-Laptop mit. Und hierauf kann man auch meiner schon ist, meiner ist nicht so groß und der ist auch schon schwer. Ja, auf nervt. Dauer. Ich sag es auch nochmal, Falk, darauf kann man Filme sehr gut gucken. Nein, gar keinen Fall. Aber könnte man. Das mache ich wirklich nicht. Ja. Das ist eine der wenigen Sachen, das lehne ich wirklich aus einem ganz komischen Grund wirklich ab. Du kannst dir so eine
Dings besorgen und das Handy rein. Wie so ein richtiger Loser. Du, ja, aber dann ist es so direkt. Ja, aber ey, dann pennst du in so einem H4-Hotel in Kassel, hast dieses Ding und guckst auf einmal doch auf die Fenster. Das ist die Zukunft, das ist die Zukunft, wirklich. Die Zukunft ist Bomben. Ja. Nee, ich verstehe den Punkt. Für so Reisen kann es nett sein, aber ich habe mich schon entschieden, dass ich den nervigen Schritt gehe, mein PC mitzunehmen, weil ich dann halt auch einfach, das ist wirklich mein großes Geheimnis, um Zen zu bleiben vom Solo, ist diese 2 Stunden Rumgepimmel, die man nach dem Soundcheck hat, die zocke ich auf dem Laptop. Und dann so 20 Minuten vor Set-Time, einmal Zähne putzen, einmal also Kaffee trinken, Zähne putzen, Glas Wasser, ein paar Weintrauben, Setlist, raus. Dann geht die Fahrt. So, aber das beruhigt mich irgendwie voll, dass ich so ein Wohlfühlspiel dann immer zocke. Ja, das ist gut. Also bei mir ist es die Switch. Ja. Ich wollte gerade sagen, hast du nicht auch eine Switch? Genau. Fass ich nicht mehr an, verkaufe ich jetzt. Ah, okay. Seit Monaten nicht mehr angefasst. Also wenn du eine willst, mach ich einen Freundschaftspreis, weil du glaubst, du brauchst eine. Aber ich benutze die nicht. Ich meine, das Freundschaftspreis finde ich immer richtig gefährlich, weil daran sieht man, wie gut man wirklich befreundet ist. Super Prämisse. Wow, das ist eine fantastische Prämisse. Das ist gerade erst aufgefallen. Schreib die auf. Okay. Das ist Prämisse. So eine Switch OLED hast du, glaube ich, kostet so 300 Euro. Ja. No. So, was wäre dreist anzubieten? Also stell dir mal vor, ich sag dir dann so. 275. Komm, glaub ich, das wäre einfach frech. Das wäre frech. Ja, ne? Einfach frech. Ja. Aber es wäre auch frech, wenn ich sagen würde, ich gebe dir 30 dafür. Genau. Ja. Aber das ist so ein guter Punkt. Ja. Was ist denn ein fairer Preis? Also ein verdammt guter Preis wäre 190. Mhm. So knapp, also unter 200. Ja. Unter 200 ist nochmal so, ah ja, wir sind ja wirklich befreundet. Ja. So alles, guck mal, ist ein alles, schöner Punkt. Alles ab 200 also machen wir 220. Und ist ja immer noch ein guter Preis. Ist immer noch ein guter Preis. Und es war ein guter Joke gerade. Kommt, kriegt der Spiele dazu? Jetzt bin ich, kriegt... Nee, ich hab ja nur die Spiele, die auf meinem Account sind. Ah, ja. So, da muss man das auch noch machen. Ja, das ist leider ein bisschen nervig. Es gibt eine Möglichkeit, quasi die runterzuladen, den abzumelden und dann hast du die Spiele auf deinem... Aber wenn du dich quasi mit deinem neuen Account anmeldest... Aber dann kannst du ja wieder runterladen. Nee, diese Spiele sind ja nur mit deinem Account verbunden. Nein, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Switch kaufen würde und ich logge mich mit meinem Account ein, könnte ich sie ja wieder runterladen. Genau, aber wenn Jonas jetzt die abkaufen würde, könnte er das einmal alle runterladen, dann hat er die, aber wenn er einen eigenen Account erstellt... Ach, er hätte die dann... Er würde den Account offline benutzen, das heißt, das würde sich gar nicht, quasi, genau. Aber ich könnte dann nichts dazu kaufen und so. Du könntest dann nichts dazu kaufen, du hättest dann nur die außer du hast das Modul, naja, glaube ich. Nee, außer er macht noch einen zweiten Account, benutzt meinen offline und seinen... Das ist ein richtig weirder Tag. Ebay-Talk geworden. Ja, Nintendo will das nicht mehr, dass man so... Nee, Nintendo ist dann richtig... Das ist... Ey, das die wollen, dass man jedes Mal 70 Euro für ein geiles Spiel kauft. Das ist nicht so asozial, dass man das nicht machen kann, ne? Ja. Das hat Steam so ein bisschen ruiniert. Das stimmt. So dieses... Also Spiele besitzen und weiterverkaufen, das ist durch leider als Thema. Ja, das stimmt. Voll. Sehr ärgerlich. Aber dafür hat Steam halt auch geschafft, den Preis von vielen Sachen dann doch zu senken. Wow. Also es geht ja recht 35 schnell. Cent für Skyrim Legendary Edition. Ja, ich hab letztens in dem großen... Wenn du Geduld hast, dann kriegst du sehr schnell sehr günstig die Spiele. Ich habe im letzten großen Frühlingssale alle, also Witcher, Game of the Year mit allen Add-ons für 11,99 €. Ja, genau. Das ist unschlagbar. Das ist nuts. Das ist wirklich nuts. Ja, das ist... Oh, ich muss mal wieder Witcher spielen. Ich habe gerade... Ich habe es nur gekauft, um es zu haben, falls ich es wieder spielen will, weil es so billig ist. Ja, das sieht auch gut in der Bibliothek aus. Das ist so wie so ein gutes... Das ist wie so ein Hermann Hesse-Buch, was man so... Das ist das Glas. Das ist die Data. Das ist glaubt ihr, dass das... Ich war kurz davor, noch ein Buch von Hermann Hesse, nur um zu beweisen, dass ich noch einen dritten Titel kenne. Sag eins. Steppenwolf. Okay, du Siddhartha, haben wir schon gesagt. Ja, genau. Ne? Ja. Was war noch? Ich kenne nicht so viele, leider. Narziss und Süßmund gibt's noch? Ja. Hör auf. Jetzt komme ich immer in den richtigen Nischentitel und jetzt bin ich auch raus, weil ich bin ja nicht mal ein Hermann Hesse-Fan. Ja. Komme ich nicht ran. Waren die Bodenbrooks auch von ihm? Nee, Thomas Mann. Thomas Mann war das. Thomas Mann. Nee, ich spannend. Die Autoren mit dem deutschesten Namen überhaupt. Habt ihr gerade was, was ihr so zockt oder ein bisschen Zeitvertreib macht? Baldur's Gate ist jetzt, glaube ich, für die Series S rausgekommen. Das heißt, ich könnte es spielen. Aber das ist halt zu groß. Ich glaube, dafür muss ich mir halt 1-2 Wochen so eine Ruhezeit nehmen. Ja. Weil ich merke immer wieder, wie man raus ist und dann erstmal so, oh, man muss erstmal wieder reinkommen. Ja. Nee, zockt ihr gerade irgendwas Kleines? Ja, ich habe einen übelst weirden Nischen-Call für euch, falls ihr da Bock drauf habt. Mhm. Weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Backpack Battles. Ah ja. Das ist ein Auto-Battler-Inventor-Management-RPG. Geil. Es ist, also wirklich nischiger wird es nicht. Es wird nicht nischiger. Ja. Aber ich muss sagen, ich kann es euch einmal zeigen. Auch eine Empfehlung an alle, die gerade hören. Ist kostet gar nichts. So 11 € oder so. Ja. Das Problem ist, ich werde es euch jetzt zeigen und ihr werdet wahrscheinlich ein bisschen verwirrt sein, wie es aussieht und was es ist. Aber es ist halt absolut fantastisch. Du hast wirklich so gute Picks, gute Indie-Picks, die man nicht so auf dem Schirm hat.
Ja, ich bin da immer noch so ein bisschen im Game, weil ich bin ja bei Spielen, ich habe lange keinen AAA-Titel mehr gekauft. Ich bin leider ein kleiner Knauserer, was AAA-Titel angeht. So, Freunde, so sieht es aus. Also, ihr spielt hier was, ihr kommt quasi immer in den Shop und dann kauft ihr Items. Mhm. Und diese Items, ja, machen verschiedene Dinge, die haben verschiedene Kosten. Ah, das habe ich. Pro Runde verschiedenes Geld. Ich habe das mal auf Steam gesehen, ja. Auf Twitch gesehen. Das ist gerade der heiße Scheiß auch. Das ist auch eigentlich ganz süß, ein Pärchen. Mhm. Die haben dafür eine Demo released, die ist dann viral gegangen und die haben jetzt irgendwie fast eine Million Spiele verkauft. Dafür lebe ich das Internet. Die, die sind ja wirklich reich jetzt quasi durch dieses Stinkreich. Spiel. Und dann kämpft man quasi gegen andere, je nachdem, was man so gekauft hat, dann läuft es automatisch ab. Ja. Ist fantastisch. Also, ich habe in die Demo habe ich fast 60 Stunden gesteckt. nur in die Demo. Also, das wäre mein weirder Nischen-Call, den ich hier einmal anbieten könnte. Um zu zeigen, dass der Papa noch im Game ist. Ist auch mal schön für so eine Stunde. Wenn das Kind schläft, ne? Wir wissen ja alle, wie es ist, wenn das Kind schläft. Man hat ja keine Zeit mehr. Ja. Dann hat man da so eine Stunde. Ist nicht so investiert. Das ist ein sehr guter Call. Ich habe gerade Zelda Breath of the Wild angefangen. Das könnte ich mit meinem Sprachfehler niemals versuchen. Breath of the Wild. weil es einfach, es war mit das tollste Spiel, was auf die Switch, also so, es ist einfach ein extrem gutes Spiel und ich habe Hades durchgespielt, jetzt möchte ich, nicht durchgespielt, ich bin durchgekommen, rausgekommen aus der Hölle und jetzt möchte ich irgendwie so ein Erforschungs-Slow-Pace. Wo man auch mal kochen kann. Genau. Weil ich muss ja kochen lernen, deswegen lerne ich das. Du musst jetzt ja kochen lernen. Und was ich spielen möchte, ist Dave the Diver. Da spielst du so einen Taucher, der so Fische fängt und hast gleichzeitig einen Sushi-Laden, wo du gleichzeitig die Fische so verarbeiten kannst. Und ist auch so... Aber da kommen wir jetzt hin, ne? In die Kombinationsspiele. Die eigentlich zwei separate Spiele miteinander kombinieren zu einem. Das ist jetzt der neue Shit. Aber ich finde es irgendwie voll geil, also wie Ivi schon gesagt hat, dass das Internet so voll die Möglichkeit gibt. Ich meine, dieser komische Titel, das hätte ja vor 20 Jahren kein Publisher hätte das mit dem Arsch angeguckt. Ja. Die werden so, was wollt ihr verkaufen? Ja. 6 Genres in einem und 2 davon kennen wir nicht. Das machen wir nicht. Ja, wobei solche Spiele lustigerweise... Oder hast du da so gut... Nee. Das gab's also, natürlich auch Weil man das halt noch nicht übers Internet verkaufen konnte. Ja, das stimmt schon. Es kommt halt dadurch, dass man... Genau, du brauchst sogar noch eine Hardcopy. Ja. So, und dann musst du vielleicht sogar noch Module pressen. Es gab auch mehr so weirde Games manchmal von größeren Firmen dann. Also wir haben ja über hier die Pizza-Mafia und so weiter geredet. Ja, oder Döner-Mafia. Genau. Pizza-Connection. Genau. Das waren ja auch irgendwie weirde Spiele. Ja, super weird. Also zum einen ging es darum, Pizza zu belegen und nach random Kriterien wurde dann bewertet, wie gut du das gemacht hast und keiner wusste so richtig, wann, wie, wo. Man konnte so Punks anheuern, die so gesprayt haben in anderen Restaurants. Ja. Das war schon ein verrücktes Spiel. Ratten freilassen im Restaurant des anderen und so. Ah. Aber also es war so. Habe ich übrigens auch letztens wieder gekauft auf Good Old Games, ne? Ja. Hatte ich dann, Pizza nachdem wir drüber geredet haben. Oder Döner Mafia. Pizza Connection. Okay. Döner Mafia ist mir einfach wirklich einfach zu rassistisch. Ja. Das kann ich wirklich nicht. Das waren andere tut Zeiten, mir zu, ey. Es ist so apeshit crazy rassistisch. Das ist so krass. Das glaube ich nicht. Ja. Da kann ich nicht mal so drüber hinwegsehen über diesen, das war damals so. Weil wir gerade über Abo-Modelle und Videospiele reden, habt ihr gehört, was GTA 6 kurz vorhatte, aber dadurch einen sehr großen Backlash bekommen hat? Die wollten, dass man das Spiel quasi so auf Abo-Basis spielen kann, dass du quasi monatlichen Betrag zahlst und dann das Spiel und dann spielen kannst. Und warum das haben die so ein World of Warcraft macht das seit 17 Jahren. Ich glaube, weil immer das war 16. So, du bezahlst, also weil es halt immer so war, du zahlst. Aber das ist ja eigentlich auch ein Standalone-Titel immer gewesen. Ja. Also es ist ja natürlich mit der Zeit immer mehr auch ein Online-Game geworden. Aber es ist schon scheiße, wenn du dazu verpflichtet wirst. Genau. Also wenn du das einfach nur alleine spielen möchtest. Ich verstehe schon den Punkt. Ja. Aber ich frage mich, wie lange solche Firmen brauchen, bis sie so sagen, so gib uns dein Erstgeborenes. Ja, genau. So. Ich habe noch keine Kinder, kein Problem. Alles gut, aber du kriegst eine goldene AK dafür. Ja. Ist immer eine goldene AK, die man am ersten Mal kriegt. Die verwandelt sich wirklich langsam in so Dämonen. Das ist eigentlich ziemlich lustig. Ja. Ja, so unterschreib hier mit Blut. Ich meine, ihr habt natürlich auch den Dragon's Dogma. Also keine Sorge, übrigens, liebe HörerInnen, wir wissen, dass es euch gibt. Es ist bald vorbei mit dem Gaming Talk. Nee, wir haben auch, glaube ich, viele Frauen, die also, auch zocken. Also ich wollte sagen. Ja, aber ich habe auch schon wir machen wir haben keinen MMA Talk. Das ist die nächste Stufe. Das ist euer Geschenk. Ich glaube, Videospiele sind noch sehr zugänglich. Ja, es geht. Ich kriege auch ab und zu Nachrichten, wo wir das nicht mehr so lieben. Nee, Dragon's Dogma 2 habe ich ja mit geliebäugelt jetzt, dass ich mir das mal hole. Ich habe ja einen ziemlichen Shitstorm über deren Payment-Modell, ne? Ja, ich habe auch erstmal nur das 1 geholt, weil das halt gerade so 10 Euro gekostet hat, als das zweite angesagt war. Das war auch ganz fun zu spielen. Ist das ein Souls-like? Ich kann mit diesem Term immer nicht so viel anfangen. Ich würde es ein Action-RPG nennen. Hat man und kann rollen und blocken. Ja, das kann man eigentlich alles, stimmt. Ja.
Genau, aber es ist eigentlich, es ist wirklich ganz fun gemacht. Ja. Also auch mit deinen komischen Kumpels, die du dann mitnehmen kannst und so. Die kannst du ja selber designen. Mhm. Ja, ja, das musst du. Diese Seelenlosen. Ist das quasi der Kniff, dass du eine Party selber designst dadurch? Du kannst so nach und nach sozusagen so Mercenaries anheuern, die du selber designst. Und die kannst du dann anderen Spielern auch ausleihen. Und dann sammeln sie selber Erfahrung. Also auch die AI, die die haben, sammelt selber Erfahrung. Mhm. Das ist so ein bisschen der Clou von dem Ding, dass du sozusagen, also wenn ich dir meine Schläger ausleihe und du gehst einen Drachen töten und ich treffe dann auf einen Drachen, dann haben die plötzlich so Tipps für mich, wie man einen Drachen tötet. Ah, so eine Scheiße finde ich übelst geil. Ja, sowas holt mich auch immer ab. Mag ich einfach als Konzept. Ja. Das ist halt auch ein ganz einfacher Trick eigentlich dahinter, ne? Aber es ist ja halt natürlich. Fun. Ja. Einfach nur, jetzt checken sie die Box von hier ist die Info, aber ist mir ja egal, wenn ich es erlebe. Das ist aber das ist ja tatsächlich, also ich meine, das ist ein interessantes Konzept. Ja. Dragon's Dogma 2 sah halt ziemlich gut aus in allen Previews und so. Und ja, jetzt gab's. Was waren die Probleme? Einmal Pay und dann aber auch, dass das irgendwie nicht so, also super buggy war oder sowas. Es war A, sehr, sehr buggy. Und aber was B so ein bisschen den Shitstorm ausgelöst hat, war, dass es einmal als Vollpreisspiel kam und dass es dann aber noch eine ziemlich heftige Day-One-DLC-Packung dazu gab, die absolut nicht nötig sind. 99% der Sachen, die du kaufen konntest, gab es auch im Spiel. Ja. Yeah. Aber es wirkt natürlich immer erstmal weird, wenn sowas kommt und dann sind sie so, ey, für 1,50 kannst du hier jetzt noch so 3 Ruhesteine kaufen, die dich zurückporten. Yeah. Da sind Leute natürlich sofort sauer und sind so, Alter, ihr Wichser, ihr habt 70 Euro, macht die scheiß Steine, gebt die mir am Anfang. Ja, genau. Zieh mir nicht nochmal 1,50 ab für die Steine. Ja. So. Und das war so das Skandälchen. Ja, ich fand nicht, wenn sie so ein Beschwerdeformular hätten, aber du musst so 1 Euro geben, um die Beschwerde abzuschicken. Ja. Kannst sie komplett ausfüllen von oben bis unten. Ja. Der letzte Screen ist dann hier einmal über PayPal. Der größte Scam in der Videospielbranche für mich persönlich sind Nickname-Änderungen. Weil ja. Wenn du wirklich, also das ist ja wirklich nur, also du, da hat ja keiner einen Aufwand. So, bei Blizzard, wenn du ein Nickname ändern willst. Zehner. Zehner, unglaublich. Sauberer Zehner. Naja, also schöner Zehni. Hey, Bearbeitungskosten, oder? Das ist sofort geändert, da bearbeitet niemand irgendwas. Ja. Wisst ihr, was Blizzard aber abgeschafft hat, habe ich schon mal erzählt. Früher hat der Geschlechtswandel 15 Euro gekostet. Oh wow. Das kannst du jetzt für Umme machen, weil jeder kann ja das Geschlecht sein, als dass er sich identifiziert. Ja. Interessant, oder? Spannend. Ja, also du kannst einfach sagen, Fortschritte. Ich bin heute... Diese faken Wichser. Ja, oder? Aber so heute fühle ich mich als Frau. Oder kannst du das machen? Und sie nehmen dir kein Geld mehr dafür. Ah ja, naja. Und übrigens, das stimmt übrigens nicht, der größte Scam ist komplett FIFA. Ja. Also, habt ihr mal die Umsatzzahlen gesehen? Ja, nee, ich weiß nicht mehr, was es war, aber wir reden, glaube ich, also so FIFA. Der BEP von Bulgarien. Ja, ist, glaube ich, über 1 Milliarde. Es war, glaube ich, 1,5 Milliarden im letzten Spiel. Ja. Ist komplett nuts. Also, es kann niemand mithalten. Also, so das zweitplatzierte, also, ich glaube, Baldur's Gate war super weit oben. Mhm. Und dann kommt aber FIFA mit so... So, boom. Jetzt möchte ich so eine steile These machen. FIFA, schon beliebt bei rechten Leuten. Oder ist es bei der gesellschaftlichen Mitte so angekommen? Wahrscheinlich nicht nur bei Rechten, aber... Mehr Rechte als Linke. Auf jeden Fall. Weil Leute, die es gibt halt sehr viele Leute, die Fußball mögen und dann Ausländer scheiße finden. Ja. Ich weiß nicht, wie sehr das so, sich so richtig bedingt. Ja. Ich es sei denn, die Ausländer schießen viele Tore für das eigene Team. Reicht auch nicht. Dann auch nicht. Nee, dann, für den Moment. Genau, für einen kurzen Moment. Im Cottbus hatten wir schwarze Spieler. Ja. Und jedes Mal, wenn die irgendwas gemacht haben, egal wie gut oder schlecht, Affengeräusche und Bananen ausfällt. Ja. So, und also ich wollte einfach eine gute... Komplett insane. Oh Gott, Alter, wer lässt diese Leute... auf die Welt los. Ja. Ich verstehe das nicht. Ich wollte eigentlich eine gute Überleitung. Und ich habe versucht, dir auch eine zu geben. Genau. Ja, und zwar, ich habe mit solchen Leuten Kontakt gehabt. Zum ersten Mal mit so full-blown, ich nenne es mal so, wie es ist, Dorfnazis. Mhm. Und da kann man wirklich nicht schön sagen, ja, vielleicht waren die einfach nur so rechts auseinander. Ich war am Samstag mit meiner Family in Stralsund. Mhm. In Warnemünde. Und wir sind quasi nach Frühs an die Ostsee. Um 6 Uhr haben wir den Zug genommen, waren um 9 Uhr da, noch richtig schön am Strand genappt, das war richtig toll und dann sind wir abends wieder zurück und dann klappert man den ganzen Dörfer ab, quasi mit der Regio und wir kommen da rein in eine Regio und also du kommst rein und die machen Hitlergruß, also das ist quasi, du kommst direkt rein. Das habe ich ja auch lange nicht mehr gehört. Also wirklich so. Das gab es bei uns fast schon. Also die hören irgendwelche Musik und
grillen einfach. Also es wie viele? Wie alt? Viele. Gib uns mal ein Bild. Es waren, glaube ich, eine Gruppe von 15, 20 Leuten. Oh, okay. Ja, da werden die immer mutig. Frauen, ja. Männer gemischt. Es gibt immer einen Anführer, man merkt sofort, ja. Wer deren... Das ist meistens der Hübsche. Er hat einfach recht. Es ist auch... Einfach recht. Und der gibt den Ton an alle anderen. Ja. Ordnen sie. Der ist auch der lauteste. Ja. Und der stand quasi so im Gang, also es ist ja so eine Regio, du musst ja in der Mitte durch. Der war so... Und er wollte uns nur durchlassen, wenn wir Deutsche sind. Also er wollte wirklich, also full blown. Ist dein Ernst hier? Also so, also seid ihr Deutsche? Also so wirklich, sonst lässt er einen nicht durch. So ganz komplett insane. Und dann war ich so, ja. Und dann ist er auch, weil ich glaube, gemerkt hat, dass wir, also mein kleiner Bruder war neben mir. Ja. dieser Tower. Ja. Und ich war ja dann auch da. Ja. So, ich war so, ja komm. Und dann haben die da weiter irgendwie was also Lieder gegrillt, wie ich zitiere. Wir wollen den Rechtsdruck sehen. Wir wollen den Rechtsdruck sehen. Also ganz laut. Irgendwie so ganz oft Jude gesagt. N-Wort zigmal laut gesagt. Und dann ist ein, also wirklich, das habe ich noch nie so, ich und meine Mutter, wollen wir, sie hat es glaube ich noch nicht ganz gerascht. Also nee, wir gehen jetzt, wir gehen so weit nach vorne, wie es geht. Weil die haben wirklich so, so gejault und geschrien, sowas habe ich noch nie, so ein Verhalten habe ich noch nie irgendwo gesehen. Mhm. Also es ist einfach nur so pure, so Leitkultur ist das Wort, was du suchst. Ja, Leitkultur. Also ich kann es nicht, es ist einfach so pure. Die waren auf dem Weg zum Osterfeuer. Pure, genau. Versprochen. Pure Bosheit einfach so. Ja, ja. Ich habe noch nie sowas gespürt, so einfach so. Und ist immer interessant, ne, wie was das für eine komische, aufgegeilte Rage ist, die sie dann immer haben. Ich genau. Ja. Und so weird sexuell fast schon. Ich finde auch schon so, hatte ich auch das Gefühl, ich war so, also ein paar von euch wissen es noch nicht, aber ihr mögt diesen Typen ein bisschen zu, also ihr wollt zu. Und ich finde es interessant, wie die Frauen in der Gruppe sich unterordnen. Also es waren weniger Frauen als Männer, nehme ich an? Weniger Frauen. Es gab 3-4 Frauen und alle, die waren... Ja, der Rechtsruck ist leider auch wieder... Genau, also genau. Und die... Früher weniger Frauen. Wow, ihr habt euch wirklich diese Typen gesucht. Das ist, was ihr für einen anständigen Mann haltet. Finde ich auch richtig schwierig. Alter, was? Pass auf. Das ist so, mal, bitte ganz kurz nochmal. 15, 16? Ich würde sagen 15, 16. Es gibt auch mal ein paar Ältere. Es war eine gemischte Gruppe. Also es gab ein, zwei Ältere, die, glaube ich, Mitte 20 sind. Aber ich würde in der Regel sagen 18, 19, 17, 18, 19. Und es war so dumm, was ich da gehört habe. Die waren so, hey, lass mal Klimmzug-Wettbewerb machen. Und dann waren sie, ja, ich schaff locker 10. Und dann schafft er nicht mal 2. Also nicht mal so. Und dann so, also ganz dumm, ganz stupide. Und dann ist eine interessante, also sowas habe ich noch nie gesehen, weil die haben einfach, Leute sind quasi, die haben auch Leute nicht angepöbelt, aber so einfach so angeschrien so. Und die sind einfach auch in eine andere Richtung gegangen. Und der Schaffner, der war wirklich ein gebrochener Mann, weil der ist regelmäßig hin, hat einfach deren Gläser aufgehoben und ist einfach wieder gegangen, weil der wusste, er kann das nicht kontrollieren, aber er nimmt den einfach so, damit nichts passiert, so diese Flaschen also weg einfach. Prinzipiell kann er es kontrollieren. Prinzipiell kann er sagen, von denen geht Gewalt aus, das Ding wird angehalten und wir rufen die Polizei. Genau. Also muss man einfach einmal der Fakt erkennen. Genau, aber er war so, ich kann diesen Kampf heute nicht führen. Ich glaube, er hat den ganz oft. Ja, es gibt Tage, da kann man den nicht führen, ich verstehe schon. Und das habe ich in ihm gesehen, er war so, ey, ich kann das heute einfach nicht. Ist Ostern so. Ja, ich muss ansonsten muss ich auch mit meinem Nachbarn streiten, weil es ist sein Sohn. Genau. Das kann ja dann auch immer nochmal dazukommen. Genau, und dann war ich da so, wow, die haben gerade wirklich ganz klassisch so plump Macht. So in diesem Waggon. Ja, also die haben das, was sie glauben, was sie haben wollen. Also die haben wirklich sich das genommen, einfach durch ihre Art. Ich denke mir so, das ist wirklich, und ich war so, ich weiß, das kann doch nicht sein. Ich schaff doch. Ich hatte so dieses Experiment, so wie viele Ratten würde man schaffen? Und ich war dann so, wie viele würde ich von denen schaffen? So, wenn ich wirklich so in Rage gehe. Wenn ich wirklich ganz klassisch in Gumo in Rage gehe und Gott forbid, er fässt einer meiner Geschwister an oder meine Mutter, dann weiß ich wirklich, dann ist es wirklich so, dass ich weiß nicht was, aber ich glaube, also das ist so, ich würde, glaube ich, komplett. Akimbo gehen. Kommt. Ich weiß es nicht. Amok aber Amok, ich hoffe nicht, aber ich hoffe nicht, dass dieser Schalter irgendwann kippt. Ich hoffe auch nicht, dass es irgendwann passiert. Aber ich war dann so, wow, also wenn es hier hard auf hard kommt, was würde passieren? Man hat ja so diese Gedankenexperimente. Und du musst dich an dich denken. Die meisten von denen können sehr schlecht kämpfen. Genau. Ich war so, einige sehr gut, es gibt einige Trainierenden und die sind leider dann, muss man leider sagen, können es. Ja, aber es ist die meisten von denen sind Dorftrottel. Genau, es ist wie so, wenn Jonas so ein Encounter plant. So die ersten, dann erstmal ein paar Skelette. Also da muss man sich so auf Challenge Rating. Ja. Genau. Aber die meisten von denen können das ja nicht. Die meisten von denen haben sich wahrscheinlich nicht mal so viel geprügelt. Genau. Und da muss ich an dich denken, weil du bist ja quasi in diesen Art Szenarien aufgewachsen. Ich muss gestehen, Ivi, so eine krasse, also
Ja. Daran kann ich mich... Nee, also da müsste ich jetzt richtig suchen, um so, also den Hitlergruß habe auch ich lange nicht mehr gesehen. Wirklich, also das war bei uns schon verdeckt, da ich habe das Gefühl, dass so über nee, den, kommt wieder, den krassen, also auch TikTok ist ja insane rechts, ist ja wirklich verrückt. Da gibt es ja auch diesen Trend, dass so junge Mädchen immer sagen, warte mal, ich werde zitieren, möchte ich einmal dazu sagen, nix yalla yalla, eine deutsche Frau braucht einen deutschen Mann, das ist ein Trend, das gibt's wirklich, das zeigen die dann und deswegen ist es auch weiblicher geworden, rechtsnational sein ist auf einmal auch weiblich, das war früher bei uns gar nicht so, da gab es 20 Nazis und 2 Frauen. Das war überhaupt nicht weiblich. Und auch die AfD hat es salonfähig gemacht. Ja. Wenn die wissen, 35% bei uns, mein Vater, mein Opa, mein Onkel, also der wird keiner was sagen, dann kann ich ja jetzt noch extremer gehen als die, weil das kenne nicht mal ich, Ivi. Wirklich, meine ich ernst. Die waren bei uns verdeckt. Ich habe es noch nie so krass, also ich bin halt wenig in Dörfern unterwegs. Warum wohl? Genau, also und ich hatte noch nie das Gefühl, ich muss mir so einen Backup-Plan haben, aber ich hatte zum ersten Mal dieses Gefühl da. Willkommen in meiner Jugend. Ich war dann so, wenn das so eine Eigendynamik entwickelt, dann weiß ich nicht, ob das der richtige Ort ist, um irgendwo zu sein. Einfach. Natürlich. Also, und das ist eigentlich auch traurig, dass man das so dann so ablegt, diesen Wunsch, dann hier zu sein. Ja. Weil, ich meine, du kannst ja mitmachen. Genau. Also das ist ja das Ding. Das ist ja, du kannst dagegen sein und bleiben, das ist das Härteste, was du machen kannst, dann hast du Steine im Fenster. Ja. Das ist halt inzwischen einfach so. Oder du machst mit oder du gehst. Ja. So. Also als ich wieder in JW gewohnt habe und als Lehrer gearbeitet habe, bin ich ja oft immer abends spazieren gegangen und habe dann so am Bahnhof gesessen. Aber hab ich immer gemacht, als ich jünger war. Und habe da einfach geraucht und so Musik und Podcast gehört. Und da kam es mehrfach vor, dass so Autos langsam über den Bahnhof gekommen sind. Da habe ich gesehen, wie jemand geguckt hat, da sind die umgedreht, da ist das Auto stehen geblieben. Ja. Da sind 2 Leute ausgestiegen und haben geguckt, wer da sitzt. Wow. Ja. Und da war ich halt auch schon wirklich so, ich war so da und war so, okay, dann machen wir das jetzt wieder. Ja. So, dann müssen wir uns jetzt hier wieder prügeln. Wow. Also gar keinen Bock, aber das ist ja so, also es ist schwierig, weil ich immer, wir haben mit Henning Wechsler, da haben wir das Problem, oder die Auseinandersetzung gab es, er hat gesagt, er mag das auch nicht, dass immer dieses Vorurteil ist, dass der Osten so recht ist, aber dann ist man da und ist so, ja, bestimmt ja. Ja. Also was hilft uns denn jetzt? Es gibt ja die Strukturen. Ja, und genau, ich habe das Gefühl, da gibt es auch gar kein Zurück mehr. Die kannst du auch nicht mehr so. Das wird schwer. Brauchst du fast schon Aussteigerprogramme. Ja. Ab dem Punkt. Ja, ja. Muss fast schon mit Exit kommen, weil. Nee, und also einige von denen sind komplett lost. Das hat mich wirklich erschrocken und auch, ich hab's, das war wirklich verrückt, was ich wirklich das Gefühl gehabt, so das ist so wie so ein Geschrei, ich meine, wir sind ja in Berlin und wir kennen ja manchmal so diese Geschrei, aber das war wirklich so ständig so, ich denke so, woher kommt diese Wut, was ist denn das, so ich psychologisch? Niemand kann doch so wütend sein, ist es so ganz klassisch, so Eltern haben verkackt, dir nicht genug Aufmerksamkeit gegeben und du musst dir irgendeine Gruppe suchen, wo du dich dazugehören Aber ich weiß nicht, ich verstehe schon, dass Leute wütend sind. Ja. Das Ding ist, ich kenne das ja von mir, ich wette, fast alles, was ich besitze, die werden alle, nachdem die das gemacht haben, in ein Einfamilienhaus zurückfahren, vor dem 2 Autos stehen und die stehen unterm Carport und der Rasen ist gemäht und also die kommen nicht aus, aus keinem sozialen Milieu, was schwach ist, was die Wut noch unverständlicher macht. Ja. Weil ich mir so denke, das ist Kleinbürgertum, das ist das spießigste Kleinbürgertum. Ja. Ja. Ist es eine Rebellion? Ja. Weil das ist nicht dieses abgehängte, so ghettoisierte, wir haben so eine abgehangene Wut. Ja. Aber ihr seid nicht abgehangen. Ja. Also eure Eltern haben Häuser. So. Genau. Das ist euer Problem. Das ist so strange. Ich verstehe es auch nicht. Ja, das hat mich. Und dann konnte man auch nicht entspannen, weil man ständig diese Gefahr hat. Ständig habe ich so geguckt, so was passiert da. Das ist ein krasses Gefühl, oder? Ja, das ist ein krasses Gefühl. Das habe ich in der Therapie einmal gelernt, war so dieses, das war so eine harte Sitzung, wo ich so gemerkt habe, oh, ich glaube, ich hatte in meiner Jugend richtig oft richtig viel Angst. Ja. So, das habe ich, war immer so eine Erkenntnis, war so, oh, ich hatte Angst. Ich hatte Angst, dahin zu gehen. Ich hatte Angst, wer da ist. Ich hatte Angst, den Zug zu nehmen. Ich hatte Angst, durch dieses Dorf zu fahren. Ja. Es ist angstgeprägtes Verhalten. Ja. Ja. Und hat deine Therapeutin dir dann langsam so eine Pistole rübergeschoben und gesagt, so, für meinen Redemption-Arc? Es gibt eine Lösung für diese Angst. Ja.
Nur 300, Freundschaftspreis, 270 Euro. Schnapper. Ja. Aber ist auch interessant, weil bei mir zum Beispiel möchte ich jetzt auch einmal positiv dazu sagen, ich möchte jetzt zum Schutz der Person, welche natürlich keine Namen nennen, Leute, die damals super krass rechtsradikal sind, ja, die teilweise auch einen super harten Bruch gemacht haben. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der war super rechts, der ist jetzt Sozialarbeiter und hat einfach so Kinder bei sich aufgenommen und so und die adoptiert und ist eine Seele von Mensch. Also das gibt's auch. Es gibt auch die positive Erzählung. Es gibt aber auch Leute, von denen ich weiß, dass die, glaube ich, inzwischen wegen Volksverhetzung sitzen. Hm. Also so, man kann sich auch emanzipieren. So, ja. Ist nicht unmöglich, aber es ist offensichtlich schwer. Ja, ich war, das ist, genau, das war mein Encounter mit Orks, nenne ich mal. Das waren wirklich so. Die haben was Orkiges. Ja, es gab ein Urukai unter denen und alle. Immer, oder? Es gibt, es gibt immer einen Enforcer. Ja, genau. Gab's bei uns auch. Bombe hieß der. Du hörst rein. Und Bombe war ein Monster von Mensch. Ja. Der war 9 Meter groß, aber wirklich ein Vieh. Es gibt aber einen, der so diese Tröte hat. Der riecht seinen Mund. Und dann hörst du auch so diese Mordermusik. Ja, ja, das ist so lustig, weil es, bei uns gab es auch diesen einen Riesen, wo alle so wussten, ey, können wir wirklich nicht ficken, weil der war so groß und so breit. Der würde einen aufessen einfach. Wirklich, ja. Aber dazu muss ich sagen, ich habe gerade nochmal Roadhouse gesehen, den alten Roadhouse, es gab jetzt 9. Roadhouse? Also einer der berühmtesten Filme, ich kenne es leider auch Patrick nicht. Swayze, also wurde in Family Guy ganz viel auch. Ich leider auch nicht, klingelt bei mir gar nicht, sorry Jonas. Also es ist beides jetzt auf Amazon Prime. Okay. Roadhouse, Patrick Swayze spielt einen Türsteher in den 80ern. super. Das war schon der ganze Film. Ja. Sein Lehrmeister ist Sam Elliott. Es ist super funny, weil die sind beide berühmte Türsteher, was einfach zum Totlachen ist. Die kommen einfach das ist die Prämisse. Die kommen einfach in anderen Bundesstaaten, alle sind so, oh mein Gott, it's Wade Garrett. Fucking hell, it's Wade Garrett. Jetzt dieser berühmte Türsteher. Eine Legende. Er ist eine Legende im Türsteherbereich. Jedenfalls meint er irgendwie so, der prügelt sich dann auch mit so einem 2 Meter 15 Mann oder sowas und das Erste, was er macht, ist, er bricht ihm die Kniescheibe. Mhm. Und das macht er auf eine Art und Weise, wo ich dachte, die Choreografien sind zwar ein bisschen veraltet, aber so wie er das da macht, so kann man wirklich jemandem die Kniescheibe raustreten. So eine Oblique-Kick, so einfach. Er weicht seinem Schwinger aus und tritt ihm von der Seite gegen das Knie. Ja. Und das ist genau, wie man wirklich jemandem das Knie dislocated. Da fährt's mir gleich durch den Körper. Und das sind so Sachen, die funktionieren halt unabhängig von Größe, also tatsächlich bei großen und schweren Menschen noch viel besser, weil da so viel Gewicht drauf ist. Das Problem ist so groß, die sind ja sehr einschüchternd. Das heißt, die Chance, dass man vor denen freest, ist noch höher, weil man so denkt, oh, dieser Berg, also der könnte Moos auf den Schultern haben. Deswegen gebe ich euch das jetzt zu Hause ja mit. Ja. Denkt immer daran, große, starke Menschen haben auch empfindliche Stellen. Ja. Vor allem die Knie. Ja. Und das Herz. Knie und die Gefühle. Ich möchte einmal ganz kurz, weil wir sind ja ein sehr hartes Thema. Ich habe ja versucht, schon einen weichen Einstieg zu geben. Ich würde auch gern wieder weich raus. Ach, sorry. Die Leute nicht noch so ganz kurz, Karate Kid 3 hat uns beigebracht, wer nicht stehen kann, kann nicht kämpfen. Merkt ihr das? Also, aber BJJ hat uns auch beigebracht, es geht irgendwie schon. Ja. Nicht, wenn dein Knie im Eimer ist. Nee, das stimmt. Wenn dein Knie im Eimer ist, macht es ganz wenig Spaß. Ich habe eine ganz komische Beobachtung, die ich gerne einmal an euch bouncen würde. Gerne. Ich habe ja eine Tochter, die ihr jetzt auch endlich mal kennengelernt habt. Ja. Und ich bin ja deswegen sehr müde. Und weil ich sehr müde bin, deswegen gähne ich sehr viel. Das ist mir nie aufgefallen, ich gähne gerade viel. Ja. Und dann habe ich an meine Eltern gedacht und dann habe ich gemerkt, die haben nie gegähnt. Und die haben nicht mal geblinzelt. Die haben nicht gegähnt. Wirklich? Und dann wollte ich einmal fragen, habt ihr jemals das gegeben? Gefühl, eure Eltern oft gähnen gesehen zu haben? Oder ist das ein Generationsding? Das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage, weil ich weiß nicht, wie meine Eltern gähnend aussehen. Ich meine, weiß schon, wie meine Eltern gähnend aussehen. Also witzig, dass du sagst, ich habe meine Mutter auch nicht oft gähnen sehen. Ich glaube, meine Mutter hatte so ein Sprichwort, so geschlafen wird im Bett wird geschlafen. Also sie war ganz krasser, sie mochte nicht, wenn man so im Bett noch was geguckt hat oder so. Okay. Wenn man im Bett ist, dann schläft man quasi. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine... Und wenn ich stehen kann, kann ich kämpfen. Und sie hat gesagt, immer weiter. Nee, und ich glaube, meine Mutter ist so sehr diszipliniert und ich kann mir sogar vorstellen, dass sie sogar besseren Schlaf hat und dadurch nicht müde ist. Mhm. Oder natürlich müde ist, aber vielleicht nicht so oft gehend. Mhm. Vielleicht hat das was damit zu tun. Aber hey, ich habe meine Mutter jetzt nicht gehend im
Ich weiß nicht, ob da was dran ist an der Prämisse, aber ich habe das Gefühl, meine Eltern haben nicht gegähnt. Die waren ja auch müde. Ja. Die mussten da ja auch durch. Ich glaube, du hast einfach nicht geachtet darauf. Wahrscheinlich achtet man ja, das kann nicht. Auch das ist ja eine menschliche Reaktion. Ja. Alle Tiere gähnen im Großen und Ganzen. Ja, aber die kressen nicht so doll. Ja. Alter, hast du schon mal einen Bär gehen sehen, Junge? Ja. Hast du schon mal einen Bär gehen sehen? Das ist interessant. Was, wie warst du denn als Kind? Warst du sehr ruhiges Kind oder warst du sehr quengelig? Was nicht, was sehr, ja, die Hölle auf Erden. Was die Hölle auf Erden. Ich war so schlimm, dass meine Eltern wollten eigentlich mehrere Kinder und haben dann nach ein paar Monaten gesagt, danke, wir sind fertig. Wir sind fertig. Wirklich. Ja. Ich bin der Grund, warum ich keine Kinder habe. Vielleicht waren die einfach in deiner Gegenwart immer so auf Adrenalin, dass sie nicht gehen konnten. Also vielleicht ist auch das. Ja. Ja. Also, aber ich, also, wie gesagt, ich hatte nur den Punkt, dass ich irgendwie, ich habe so zu Hause von meiner Tochter gegähnt und war so, warum haben meine Eltern nicht gegähnt? Die müssen auch müde gewesen sein. Aber die haben doch bestimmt, also du kannst dich einfach nicht daran erinnern, weil du änderst dich ab deinem sechsten Lebensjahr oder so. Wahrscheinlich haben die vorher super viel gegähnt. Aber ich sehe ja meine Eltern regelmäßig. Ah ja, und ich die gehen jetzt immer noch nicht? Nie! Vielleicht liegt es daran, dass sie morgens zum Frühstück eine Flasche Cola trinken. Das ist perfekt. Das wird sein. Das ist so gut, dass ich die beiden Bits als Callback verknüpfen könnte. Ja, absolut. Also, du hast absolut recht, das könnte so sein. Also meine Mutter hat ja auch, also meine Mutter macht es weniger mit der Cola als mein Vater. Mhm. Und wenn, dann auch eher am Wochenende, weil unter der Woche frühstücken die nicht. Ja. Aber meine Mutter hat ja immer diesen Lehrerzimmer-Kaffee. Ja, ja. Und wer noch nie in einem Lehrerzimmer war, der kann sich nicht vorstellen. Trucker-Kaffee ist das. Es ist insane. Ja. Es ist wirklich insane. Kann ich mir vorstellen. Habe ich noch nie erlebt. Also das hat bei uns immer früh der Hausmeister gemacht. Ist immer angekommen, hat für alle Kaffee gemacht. Und der hat wirklich einfach so halbwegs geeyeballt das Ding aufgemacht. Einfach so. Und dann hat er so ein Hufeisen reingestellt, um zu gucken, ob es stehen bleibt. Das ist ein einsamer Hausmeister und der macht den Kaffee jetzt. Ey, dieser Kaffee hat so geballert, wie ich es noch nie, also auch danach nie wieder einen Kaffee getrunken. Hm. Welcher Kaffee sehr nah dran kommt, ich weiß nicht, ob ihr Bobby-Fans seid, ob ihr, wenn ihr fahrt, viel im Bordbistro seid. Hm. Aber der ganz normale Filterkaffee. Ey, der Filterkaffee im Bobby, Junge, der ballert. Ja, das ist ein richtiger Ohrfeigenkaffee. Ja. Der gibt richtig Druck. Ja, ich mag es auch immer, wie die den so zapfen. Ja. Das ist immer so richtig Druck dahinter. Was ich nicht mag, Freunde, im Bobby, ist der Preis. Bisschen frech. Ja. Also so 3,60, 3,70 oder so. Oh, ja. Freunde, als ich noch Platin-Kunde war, ne? Oh, da war 30%. Das ist ja vorbei jetzt. Ja. Bin nur noch Gold. Hast du das Abo beendet? Mein Abo wurde beendet. Ja. Die Punkte werden ja resettet und meine Bank hat 100 ist abgelaufen. Da können wir auch nochmal drüber reden. Mm. Und dann saß ich zu Hause und war so, dann musst du jetzt die Entscheidung treffen. Die Bank hat es weg, holst du dir eine 50er und machst das dann jetzt dann immer schön buchen und so. Oder holst du eine 100er? Ja, das ist natürlich, der Downgrade macht natürlich, tut natürlich weh. Ne? Ja, der tut so weh. Deswegen immer vorsichtig mit dem Ausstieg. Ey, Jonas hat nicht, absolut recht. Nicht zu schnell climben. Ja. Ja, da gibt es ein tolles griechisches Sprichwort dazu. Ja. Die Deutschen sind schuld? Was ist das? Das ist doch das Sprichwort, oder? Es ist immer einfacher, vom Esel aufs Pferd zu steigen, als vom Pferd zurück auf den Esel. Oh ja. Und, obwohl es überhaupt keinen Sinn ergibt. Ne? Es ist so viel einfacher, auf einen Esel draufzusteigen, als auf ein Pferd. Absolut. Die sind so viel kleiner. Man versteht aber, glaube ich, den Punkt, den sie machen wollen. Es klingt gut. Aber kein Wunder, dass das mit der Wirtschaft nicht geklappt hat, wenn so die Logik funktioniert in Griechenland gerade. Ja, und ich habe das durchgerechnet. Ich saß da mal so einen Abend da. Und Freunde, was soll ich sagen? Ich hab's nicht übers Herz gebracht, die Bank hat 50 zu holen. Ich bin weiterhin Bank hat 100. Ich meine, du bist ja auch viel unterwegs. Das macht ja heute. Ja, aber ich sag mal so, es ist, wenn man ehrlich ist, wirklich knapp. Ja. Also man braucht so ungefähr 50 Termine außerhalb im Jahr. Die schaffe ich schon, aber es ist schon viel. 50 Termine außerhalb sind schon viel. Ja, das aber ist ein Termin pro Woche quasi. Ja, aber ich bin oft in Hamburg. Und dann ist es so eine, genau. Dann ist viel, ich habe ja ungefähr 30 Tourtermine im Jahr. Naja, und ich meine, nicht jede Fahrt ist ja gleich viel wert. Ne? Exakt. Also eine Fahrt nach München, okay, da verlierst du, also da sparst du dann Geld. So. Da sparst du 150 Euro mit einer Bank. Genau. Das ist richtig viel. Aber wenn du jetzt einfach nur, ich weiß nicht, nach Hamburg oder sowas, da kannst du teilweise wirklich richtig günstig hinfahren. Aber Jonas, jetzt das ist ja leider der große Vorteil einer Bank hat 100, die einen so träge macht, ist, ich muss es nicht im Vorhinein buchen. Ich meine nur bei der Rechnung, ob sich das lohnt oder nicht. Ne? Es lohnt sich nur nicht. Also die Bank hat 50, hat den Vorteil, wenn du richtig diszipliniert lange vorweg buchst und nicht spontan bist. Weil ich wollte nach Bielefeld und das ist nicht weit. Das sind 2 Stunden 50. Es ist keine Reise. Ja. Und mit Bahncard 50 war das spontane Ticket am Tag 70 Euro die Richtung. Ja. Das sind 140 Euro. Das ist insane. Ja. Aber dann, ich meine, du hast das hole ich in 40 Fahrten raus. Du hast halt auch ein Auto, ne?
Ja. Da könntest du zum Beispiel also bei einer zweieinhalb Stunden Fahrt oder so. Das Problem ist, Bielefeld sind mit Auto dann wieder vier. Ah, okay. Ah, Mann. Und plus vier ist knirsch, finde ich. Und du kannst halt auch nicht spielen währenddessen. Das ja, und du kannst auch nicht chillen. Ja, ja. Und du, also ich finde so vier Stunden Auto, dann abends Solo. Ja, ja. Ja, kommt man so. Ja, ist schon nicht so gut. Ja. Also, was ich sagen wollte, ist, ich habe wieder eine Bankart 100. Ich hab's nicht. Also, das Lustige ist aber auch, um es von mir zu rechtfertigen, habe ich sofort Leute angerufen und gesagt, Leute, ich brauche Termine, ich muss eine Bankart 100 reinfahren. Ja. Ja, aber jetzt arbeitest du ja nur noch für die Bankart 100. Ich arbeite nur für die Bankart 100. Das ist ja auch nicht in Ordnung. Ja, aber ja, jetzt macht einer auch gerade. Da habe ich mir erstmal schön 6 Hamburg-Termine und ein bisschen München abgeholt, weil ich genau wusste, wir müssen jetzt wieder fahren, damit sich das lohnt. Ja. Ich bin, also das ist halt leider wirklich, also ich finde, eine Bankart 100 ist mehr Freiheit als ein Auto. Mhm. Ja, das verstehe ich. Das ist diese Spontanität, das ist auch diese Planungs, du kannst einfach googeln, ja, diese Verbindung direkt hin. Ja. Nee, aber also da gewinnt das Auto ja zwangsläufig, weil du einfach nicht auf jemand anders angewiesen bist. Mhm. Also ich muss sagen, aber es ist halt, du hast halt die Arbeit auf deiner Seite. Was meinst du, das ist die Arbeit auf deiner Seite? Das Fahren ist die Arbeit. Genau. Ja. Ja, aber es ist halt einfach voll geil zu wissen, an so einem Bahnhof zu gehen und zu sagen, also nehme ich jetzt halt irgendwas. Ja. So, wenn der fällt aus, juckt mich nicht, kann den ja nachnehmen. Aber was ist denn dann mit hier, wenn der Zug voll ist? Weil du hast ja nicht gebucht. Mhm. Und dann sind alle Sitze besetzt. Also, erstmal, Jonas, vielen Dank für die Frage. Ja. Let me enlighten the situation. Let me entertain you. Also, das Ding ist ja so, ab einem gewissen Punkt kannst du ja als normaler Kunde kein Ticket mehr kaufen. Ja. So, aber wenn der Punkt erreicht ist, sind immer noch Prozent X an Plätze frei, die extra freigehalten werden. Aha. Dafür. Und dann ist das Ding, es gibt ja zwei Bereiche, das ist nur für Gold- und Platinkunden. Das steht auch immer an dem Platz. Dieser Platz ist für Gold- und Platinkunden. Der ist in der Regel immer frei, oder mindestens ein Platz, wenn er richtig voll ist. Ja. Dann hat man immer noch die Möglichkeit, ein asoziales Arschloch zu sein und die Leute darauf hinzuweisen, dass das hier für Gold- und Platinkunden wäre. Ich finde, man sollte mit dem Fahrer vorne sitzen dürfen. Ey, ich wollte genau den gleichen Job machen. Alter, Vater. Ich dachte, bei der Bahnkunde möchte ich wirklich durch das Kork. Ich möchte da heben, ich möchte mit. Du bist auf dem Schoß sitzen vom Fahrer. Genau. Das ist bestimmt auch ganz geil. Ja. Ich glaube, so Zugfahren ist schon ganz cool. Ja. Ich glaube, es gibt schon echt deutlich uncoolere Jobs. Komisch, dass es nicht eine Schlafkabine gibt. Wenn es möglich wäre, eine Schlafkabine so für nochmal. Lohnt sich für die finanziell nicht. Ja, aber es gibt ja Schlafzüge. Genau, aber das sind spezielle, die gibt es in der Deutschen Bahn fast gar nicht. Ja. Ganz. Ist dann oft in der manchmal so eine Verarsche. So, ihr könnt den Stuhl zurücklegen, dann ist es so. Und dann, ja, okay, wow, das hat ja gar nichts. Kann man ja nicht mal mehr. Alles, was du kannst, ist den Sitz unten nach vorne schieben. Genau. Was auch schon was macht, wenn man, ne, also du kannst dich dann ein bisschen mehr so nach hinten irgendwie buxieren, aber es ist nicht gut für die Wirbelsäule. Also ich glaube, das ist alles ziemlich Schund. Voll. Ja, wie gesagt, also in der Regel, also ich habe in der Zeit mit meiner Bahncard vielleicht nicht ein einziges Mal gestanden oder im Gang gesessen. Okay. Also es kommt, wie gesagt, immer ein bisschen, man muss wirklich sagen, wie schmerzfrei bist du, Leute wirklich aktiv zu fragen, ob sie da sitzen dürfen und wenn sie dich anlügen, sogar dann bereit sind zu sagen, könnte ich es vielleicht dann mal sehen. Wow. Also wie gesagt, du musst schon, also das ist halt würdig. Da bist du ja auch dann wirklich richtig Teil des Kapitalismus, ne? Ja. Da bist du ein Enforcer des Kapitalismus geworden. Absolut. Es ist nicht mal mehr so, dass die Leute, die dort arbeiten, diese Arbeit machen, sondern du machst jetzt diese Arbeit praktisch selbstständig mit und überprüfst deine Mitmenschen. Genau, du hast auch die Wahl, 7,5 Stunden zu stehen nach Basel. Bitte? Ja. Nee, bitte, wenn es dir wert ist. Das ist ja jetzt eine Charakterfrage. Nein, also was ich wirklich immer mache, weil da wäre ich fuchsig, Freunde, wenn ich ehrlich sein, in diesen Plätzen sitzen ganz oft Bundeswehrleute. Mhm. Und von denen weiß ich, dass sie das nicht haben, weil die fahren umsonst. Ja. Da bin ich dann sehr frei zu sagen, Freunde, tut mir jetzt leid, aber ich habe doch sehr viel Geld bezahlt. Ist halt sehr, sehr teuer. So, da würde ich halt auch gerne sitzen. So, hey, guck mal, wir sind im keinem Konflikt, heißen Konflikt gerade. Wenn wir jetzt. Wir wissen, Bede, du fährst auf Stube und säufst. Ja. Komm, mach ich vom Ackerschätzchen. Das sind ja auch immer Kinder. Ja. Also das ist ja wirklich verrückt, wenn du Bundeswehrsoldaten siehst, also die sind ja keine 21, die dürfen in den USA nicht saufen. Ja. Du siehst immer nur sehr, sehr junge Bundeswehrsoldaten. Ja, SoldatInnen. Entschuldigung. Kann man halt auch gut. Kann man gut verheizen. Ja. Ja. Ganz selten, dass du mal so einen Typ Mitte 40 siehst. Nö. Ganz, die Generäle, ganz die fahren anders. Die kaufen es. Macht man beim Bund, habe ich auch gelernt, richtig gerne. Ich kenne ja ein paar Leute vom Bund, die kriegen ja ganz gutes Geld für keine Ausgaben.
Weil die sind ja immer irgendwo. Ja. Und dann kriegen die immer Zuschläge. Und der wird sich richtig gerne ein Auto gekauft, was über die eigenen Verhältnisse ist. Ah. Die haben immer fantastische Autos. So ein Chevrolet Cameron, das ist dieser so ein Bumblebee aus. Das ist ja so ein lustiger Call. Oder ich kann mir vorstellen, das ist so, dann, ja, auch so gern, ein guter VW. Ah, ja. Guter VW und dann auch gern mal mit so einer Farbe, wo man weiß, oh, das war eine Aufpreisfarbe. Ja. Das ist nochmal so eine 1200 Euro Farbe. So ein Käfer Metallic, das ist so, weißt du das nicht? Ja, genau. Oder weiß aus, hat ein bisschen gekostet. So, die haben so eine Trittleiste, die leuchtet, so wenn man reinkommt. Einfach so matt. Sehr auch. Matt, ja. Genau. Da geht so, also viel von den Bundeswehrgeldern, von den Leuten, die ich kenne, geht in gute deutsche Autos. Krass, es weil bleibt die... bleibt in der Wirtschaft. Ja, die, das ist so viel Geld, was die da machen. Ey. Es ist gar nicht so viel Geld. Ja. Es ist schon sehr gutes Geld. Für keine Ausgaben. Ja. Das ist es ja meist. Ja, so. Ja, die Kaserne sind einfach da. Genau, da kriegst du auch noch Essen für Umme. Genau. Ja. So. Genau. Naja, und solange kein richtiger Krieg ansteht, hast du auch nicht immer so wahnsinnig viel zu tun, oder? Ja, es gibt halt gibt's trotzdem Auslandseinsätze, da kriegen die krasse Zuschläge, quasi pro Tag, quasi, weil du das wirklich irgendwie auf einem Schiff bist und dann jederzeit irgendwas passieren kann. Ich hab's ja schon mal gesagt, ne? Ich hatte ja meine Momente mit meinen jungen Bundeswehr-Boys, ja. Wie ich sie liebevoll nenne, ne? Meine Boys. Ja. Und das waren sehr alkoholzugewandte, lustige, unpolitische, wirklich Viecher. Ja. Muss man wirklich sagen, wirklich Viecher, muss man ehrlich sagen. Aber wenn die dann so einen im Tee hatten und ich habe mich getraut, einmal anzusprechen, wie das so war, ja. Da wurde es aber ganz leer in den Augen. Ja. Das war beängstigend, ja. Weil du so richtig so gemerkt hast, oh, das war gar nicht fun, ja. Und ihr habt gar nicht den emotionalen Skill, das aufzuarbeiten. Ja, ja. Das ist einfach dann passiert. Das ist einfach so. Genau, ist einfach passiert. Wie schnell geht das, wenn du zum Beispiel jetzt so nach einem afghanischen Rezept fragst oder so? Wie schnell kippt die Stimmung? Ja, sobald sie irgendwas von Dattel hören, so, ja. Aber es ist wirklich ein spannendes Ding, weil die, muss ich denen schon lassen, die waren schon so drunken fun. Ja. Wisst ihr, was ich meine? So drunken fun. Und dann wurde es auf einmal ernst und auf einmal waren die so. Ja. Und du warst so. Oh, du hast Leute sterben sehen. Das ist so ein ganz weirder Moment, wo es dir denkt, oh nee, ey, das ist für kein Geld der Welt. Für kein Geld der Welt. So weit weg von dem, was. Das ist so weit weg von unserem Alltag. Ja. Also es könnte gar nicht. Ja, sein. Wenn du sind wir in so einen Hinterhalt geraten. Genau. Ihr seid, bitte, was ist euch passiert? Habt ihr Quicksave gemacht? Das wäre nicht lustig gewesen, wenn du versucht hättest, so mit denen zu connecten. Ey, wisst ihr was? Ich war mal bei einer Fernsehaufzeichnung. Da haben die mir auch ganz andere Sachen vorher erzählt. Es war ein Hinterhalt. Es war ein Hinterhalt im SWR. Genau. Die haben uns nach Stuttgart gelockt. Ja. Und ich sag mal, ihr kennt es ja auch, da sind wir alle gebombt, ja? Genau. Genau wie bei euch in Fallujah. Auch mit meinem Mittelstand-Künstler-Problem. Ja, genau. Also mit erwachsenen Männern, die den Tod gesehen haben. Ich hab dem vertraut. Oh, die haben Vertraute sterben sehen. Es ist wirklich. Oh. Bundeswehr, kompliziertes Thema. Spannend. Kompliziertes Thema. Wir müssen langsam zum Ende kommen, wow, weil wir haben uns ja richtig, die Folge wurde ja richtig weggeschnattert. Wir machen jetzt gleich noch eine Plusfolge. Wir haben ja irgendwas vergessen. Wir haben vergessen. Ich habe meine Hausaufgaben leider nicht gemacht. Du hast immer noch nicht auf eBay Kleinanzeigen irgendwas eingestellt. Ich mache es diese Woche, versprochen. Ich habe das Gefühl, der Kurs für diese Trompete steigt immer mehr. Ja. Leute machen mittlerweile schreiben. Ich muss anfangen, ein Klassenbuch zu führen. Ich kriege einen Eintrag. Ein bisschen so Druck. Da muss er dann unterschreiben lassen. Sie ist so komplett verwirrt. Aber wir können trotzdem mal ganz kurz zeigen, was ich mitgebracht habe. Vielleicht gibt es ja sogar Zuschriften. Vielleicht möchten ja Leute aktiv. Also bei dem Artikel kann ich es mir absolut vorstellen. Ey, und Jonas? Das mit dem Freundschaftspreis für die Switch, das steht übrigens ehrlich, ich brauche die nicht. Nee, aber dann kannst du sie mir wirklich geben, dann verkaufe ich sie wirklich. Aber machst du? Ja, dann mache ich es. Nee, dann bringst du wirklich nichts mal mit. Aber, ja. Nee, aber dann nicht zum Freundschaftspreis verkaufen. Nee, so. Dann nochmal. Also, ich bin ja ein sehr alter PC-Spieler. Das ist, ne? So ein guter Titel. Und ich halte das jetzt mal ganz, ich muss kurz überlegen, welche Kamera, hier, ich glaube vorne ist, genau. Das hier war damals ein Geschenk an mich von einem Kumpel. Es ist Rex. Das Spiel heißt Rex Nebula and the Cosmic Gender Bender. Ist das geil. Es ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Möchtest du einmal den Klappentext vorlesen? Das ist unglaublich. Weil es sind nämlich einfach geile Klappentexte. Ich bin fast schon sauer, dass du das verkaufst. Worum geht's denn im Spiel? Und bitte. Rex hat ein Problem. Seine Raumlimousine, ein schlüpfriges Schwein, musste auf Terra Androgena notlanden. Was für ein Namensschöpfung. Terra Androgena, ich liebe alles. Ich glaube, ich kaufe es dir ab. Einem Planeten, der gar nicht existieren dürfte. Ja. Rex ist eigentlich auf der Suche nach einer kostbaren Vase, aber wird er die Reise wohl überleben? Und wie soll er mit den Einheimischen fertig werden? Denn diese Welt ist ausschließlich von seltsamen außerirdischen Frauen mit allerdings sehr irdischen Gelüsten und Instinkten gewohnt.
Ist einfach ein Weltraum-Ficky-Ficky-Point-and-Click. Ja. Fantastisch. Können Sie Rex, warum werden wir jetzt gesiezt? Können Sie Rex dabei helfen, die Anforderungen zu erfüllen, die an ihn gestellt werden? Sind Sie geschickt genug, um Rex landen zu lassen und ihn sicher wieder von Terra Androgena wegzubringen? Das Wahnsinn. Ich glaube, das ist falsch übersetzt. Ich glaube, was hier stand, war also landen im Sinne von bei einer Frau landen. Ja. Ja. Ich kann das gerade unter Sammlern richtig. Ist da drin noch was? Also haben wir noch zu. Also ich bin ja, jetzt kommt wirklich eine ehrliche Neugier von mir. Also das Spiel. Weil damals hat man sich so viel Mühe gegeben mit so Boxen. So, erstmal ist es ein PC-Spiel für einen IBM PC und die meisten kompatiblen Geräten. Erforderlich. Also, falls jemand eine DOS-Partition hat. Erforderlich sind 286 Megahertz oder mehr. Ist das voll. Eine Festplatte mit 540 Kilogramm. Nein. Kilo RAM. Ja. VGA oder MCGA. es unterstützt Roland Adlib, Soundblaster. Ah, stimmt, Soundblaster gab es ja. Das waren die alten Soundkarten. Die hatten alle. Ja? Soundblaster, genau. Soundblaster. Das hört sich an. So, Maus, Handbuch auf Deutsch. Okay. Super. Können wir einmal das Handbuch sehen? Weil, wie gesagt, damals hat man ja. Guck mal, und da sagt es so sehr, dass wir so Steam und diese ganzen Online-Bibliotheken, das ist doch so geil. Also erstmal gibt es hier so Story-Sachen, zum Beispiel ein Voice-Activated Auto-Transcribing Audio-Log. Das sind einfach nur Stories jetzt, das ist einfach nur fake. Das ist toll, das ist wundervoll, ne? Rex spricht mit seinem Robo-Butler zum Beispiel. So, ja. Das ist eine Sache. Das ist so geil. Dann gibt es hier eine Anleitung, einfach eine Erklärung, was ist das Spiel, wie spielt man das? Ja. Super. Das ist auch funny, früher waren das so richtig dicke Anleitungen, ich meine, guck mal, wo dir einfach erklärt wurde, dass du mit deiner Maus irgendwo hinklickst. Ja, es ist qualitativ, es ist einfach richtig wertig. So, was machen die heute nicht? Noch ein Audiolog. Nein, wir haben zwei Audiologs. Ist das in einer anderen Sprache? Wollen wir mal gucken, ist Englisch was ja, hier? Ja, das ist die deutsche Version. Wow. Also das ist das deutsche Menü. Genau, deutsches Handbuch, nehme ich mal an, jawohl. Ja. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen. Die Disketten oder was? Ja. Das sind die Floppy Disks. Es sind. Das sind wirklich Floppies oder was? Ja. Oh mein Gott. Es sind, glaube ich, 5 pro. Also es müssten 10 Floppy Disks sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja, sieht so aus. Ist das geil. Alles Originalzustand. Ihr seht, es ist auch alles ordentlich verpackt geworden. Ne? Also das ist jetzt nicht. Und es hat einfach nur die letzten 20 Jahre in meinem Kinderzimmer auf dem Regal gestanden. Völlig unbewegt. Ja, liebe ich. Ja. Das ist in einem perfekten Zustand. Aber Jonas, du musst halt ein bisschen vielleicht noch überlegen, falls du irgendwann mal wieder eine junge Dame beeindrucken möchtest, könntest du halt sagen, ey, kommst du da mal mit hoch und wir spielen Rex Nebula das und Problem wir kommen ist mit Genderbänder. Muss ich halt. Brauchst du einen uralten PC, den du mir aufpacken musst? Und sie ist so, ah, krass, dachte echt, wir ficken. Und bist so, nope. Nee. Nope. Und jetzt löst dieses Rätsel. Klick auf schlüpfrige Schwein. Ja, fantastisch. Aber da geht mir das Herz auf. Ich liebe sowas. Es ist wirklich schade, dass man sowas Ja, wenn hat. Ihr das erwerben möchtet, schreibt uns auf unserem Instagram-Account, wenn ihr so ein Retro-Sammler seid von solchen alten Videospielen. Ich finde das. Also die Packung ist ein bisschen, ist ein kleines bisschen leicht beschädigt, Jonas. Aber es ist schon in ziemlich gutem Zustand. Ich würde sagen, es sind leichte Gebrauchsspuren. Aber ganz leichte. Hier sieht man es ein bisschen, aber schon sehr fantastisch. Ja, aber das könnte man vielleicht sogar noch ein bisschen sauber kriegen. Ja, nicht schlecht. Ja. Toll. Wahnsinn. Es war schon zu schade, um ehrlich zu sein. Ja, aber man braucht halt leider. Also, entweder du sammelst oder es hat leider keinen Nutzen. Ich verstehe den Punkt voll. Ich habe das jetzt wirklich neulich aus meinem ehemaligen Kinderzimmer geborgen, weil es da noch in einem Regal war. Ja. So. So, Freunde, danke fürs Hören. Wir haben noch 2-3 Sachen. Erstmal, wie gesagt, wir haben es am Anfang gesagt, es gibt Verprügelt mit Drachen Staffel 4. Ja. Bitte, bitte, bitte hört sie. Und nicht nur hört sie, teilen, liken, kommentieren, wirklich einfach mal ein bisschen, ich möchte es einmal ein bisschen vulgär sagen, den Algorithmus gnadenlos nach vorne ficken, um uns zu supporten. Das wäre ganz, ganz toll. Ansonsten könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Und da gibt es verschiedene Tiers, verschiedene Folgen, verschiedenen Merch. Danke für das Merch-Feedback. Wir sitzen da dran. Wir überlegen uns da was. Quatschen wir nochmal drüber. Ansonsten könnt ihr Jonas Imam sehen. Und zwar live am 18.05. Yes. 18. Mai spielt er sein Solo Uncool im Mehringhof Theater. Mhm. Ivan Thieme ist weiter auf Tour mit immer zu viel. Ich glaube, 6, 7, 8 Terminchen. Fühl ich. Entschuldigung. Wow, ich war so im Auto. Ich bin mit deinem Solo unterwegs. Ja. Wir haben Solos getauscht. Mein Verkauf war ungefähr gleich wie Tickets. Man würde keinen großen Unterschied merken. Ivi ist mit seinem Solo Fühl ich, Entschuldigung, auf Tour. Ich bin auch noch auf Tour, immer zu viel. Wir haben jetzt noch ein paar Termine. Im Herbst gibt es weitere Termine. Kommt gern rum. Wir freuen uns da, wenn ihr uns live sehen wollt. Dann komm gut nach Hause. Nehmt immer die volle Kaution. Und Gott schützt das Internet. Tschüss. Tschüss. Ab ins schlüpfrige Schwein. Ja.
verprügelt. Punchlines, Punchlines, verprügelt. Punchlines, verprügelt. Punchlines, Punchlines, verprügelt. Punchlines.